Was wäre, wenn eine terroristische Gruppierung ein Flugzeug entführen würde? Mein Name ist Carlos Gruber und ich habe das Kommando über Flug 232 übernommen. Was wäre, wenn der US-Vizepräsident zufällig an Bord dieser Maschine wäre? Hier spricht Vizepräsident Baker. Wir befinden uns in der Gewalt von Terroristen. Was wäre, wenn sich an Bord der Maschine eine tödliche Fracht befinden würde? Ich habe Bromix 365 NC4 an Bord gebracht. 120 Kanister wurden letzte Nacht gestohlen. Das ist eine ganze Menge. Waffe ist gefechtsbereit. Genug, um jeden Organismus im Umkreis von 200 Meilen auszulöschen. Das Unvorstellbare ist Realität geworden. Aber für Special Agent Rick Harden steht noch viel mehr auf dem Spiel. Michelle ist in der Maschine. Wir kriegen Besuch. Ein paar F-16. Die Kampfflugzeuge verschwinden, oder sie sind die Nächste. Ich muss da oben mitmischen. Der Präsident hat grünes Licht für die Abfangmission gegeben. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit. Zum ersten Mal setzt die Air Force ihre Geheimwaffe ein. Das Ultimatum läuft ab. Der Ernstfall wurde nie geprobt. Ohne mein Team wären sie nie an Bord gekommen. Die Chancen der Terroristen schwinden. Das Risiko ist einfach zu groß. Wir müssen versuchen, Zeit zu gewinnen. Der Präsident muss die Nation schützen. Koste es, was es wolle. Wenn die Maschine 10.000 Fuß unterschaltet, haben wir eine gigantische Katastrophe. Wird Zeit, dass wir das Kommando übernehmen. Es ist vorbei, Gruber. Ja, Millionen von Menschen. Michael Dudikoff in einsamer Mission. Michael Dudikoff, Paul Winfield und Richard Norton. Michael Dudikoff in einsamer Mission. Nervenkitzel jenseits der Schallmauer.